Hier, Countdown. 2, 1 und... Exzellent. Ach, dann ist der auch noch kacke. Naja. Hera hat einen stahlmodernen Helm auf. Das ist Kevlar, wenn ich mich nicht irre. Leichter Kampfhelm mit einem komplexen Design verbessert mit Blaster, nicht effektiv gegen stumpfe Waffen. Ja. Qualität ist normal und der hat Rüstungsstich 40%. Kopf, linkes Ohr, rechtes Ohr. Mehr macht er nicht. Und der Kriegsschleier macht deutlich mehr. Büro. Hattest du nicht einen Helm auf? Nee, wer hatte denn jetzt den Helm auf von euch? Helm? Ja, Stahlhelm. Ach, das ist auch ein moderner Helm. Schlecht. Kein Helm, kein Helm, kein Helm, kein Helm. Okay, also den einfachen Helm trägt keiner. Und dann habe ich den wahrscheinlich verkauft, okay. Natürlich jetzt die Frage. Also Rüstung wäre auf jeden Fall schon mal eine Idee, ne? Kampfrüstung, also so richtige, ja, Schutzweste. Aber die sind eigentlich gut geschützt am Körper. Nur der Kopf, da haben sie ja bloß dieses komische Kopftuch hier. Exzellent. 21% Schutz. Gerade Kopf ist natürlich empfindlich, ne? Allerdings haben die, sind die dann nicht geschützt für Auge, Nase, Mund, Kiefer. Und das ist trotzdem ziemlich teuer. Der Kevlarhelm, ne? 5 Blaster ist jetzt nicht so schlimm. Aber auch 2 Bauteile. Kann den auch aus anderem Zeug herstellen. Silber, Uran, Gold, ja, sicher. Sicher, warum nicht? Ja, okay. Dann machen wir einfach mal 5. 5 davon. Und danach kannst du nochmal Schutzwesten herstellen. Ich denke mal, Schutz ist einfach wichtig. Vor allen Dingen halt für die wichtigen Leute hier. Das sind hauptsächlich natürlich erstmal Pyro und Hera. Aber ich denke auch Gorilla und Jenny sollten mal schützen, weil die ja jetzt ein Pärchen sind. Und wenn einer von beiden stirbt, dann dreht wahrscheinlich der andere auch durch. Halt, ich habe nie eingestellt. Hier, nur der beste Handwerker, bitte. Nee, dass er jetzt irgendwer baut. So, Chamber Master. Zerlege Mechanoiden. Achso. Ja. Oder das. Eigentlich solltest du jetzt anfangen, Helmchen zu bauen. Na gut, dann machst du halt den Mechanoiden klein. Wie viele Bauteile kommen da eigentlich raus? Das ist eben so ein Ding. Eins bloß, okay. Ja, das ist natürlich nicht so überragend. Müssen wir uns mal irgendwann überlegen, wo wir Bauteile herkriegen. Hier sind noch welche im Berg drinne. Die könnte man ja mal abbauen. Halt, so wollte ich das nicht. Befehle abbauen. Hier, das wird so ein Pocket sein, denke ich mal. Genau, das holen wir uns. Wie weit sind wir denn hier, Büro? Hast du die Tür fertig? Natürlich macht er die Tür nicht fertig. Das wäre ja Duke und so. Ach Gott, Büro. Nee, 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 du. Aber ist die Frage, ist halt, er hat so einen legendären Teufelsgarn-Kriegsschleier an. Der macht 30% gegen Stich. Das ist nicht besser. Das ist halt die Frage. Mal gucken, wenn sie jetzt hier den ersten fertig hat. Die sind auf jeden Fall nicht allzu schlimm zu bauen, sehe ich gerade. 200 Arbeit oder so. Das geht. Ich bin mal gespannt, was der gibt. Wie viel Schutz. Wenn der irgendwas an die 70 oder 80% gibt, dann werde ich den wahrscheinlich doch nehmen. Ich meine, es ist zwar doof, wenn dann das Auge getroffen wird, dann das Auge ist hinüber. Aber es ist besser, als wenn er einen richtigen Kopfschuss kriegt und tot ist.
weil das Gehirn getroffen wird. Wegen den Ohren mache ich mir keine Gedanken, ne? Das ist ja relativ Wurst. Aber jetzt hier geht die Forschung voran. Wie sieht's denn aus? Habt ihr Essen? Ja, Essen ist da. Also kein Dorf. 33 leckere Mahlzeiten, sondern ne, mehr gekocht werden. Ist gerade pausiert, okay. Na gut. Was ist denn das jetzt? Ja, du bist doch... Was ist denn hier mit... Oh, nee. Ja, errichtet Dach, nee. Meine Güte. Diese AI macht Unsinn. Ja, ist aber schnell gebaut, der moderne Helm. Ja, da müssen wir nochmal Stahl abbauen. Haben wir hier oben noch ein bisschen was. Wählen, abbauen, Stahl, hier so. Mal gucken, wie viel da noch ist. Wie gut bist du denn im Bergbau inzwischen? Ah, eine 9. Das geht auch schon ganz gut. Ich habe das Gefühl, du bist trotzdem noch unglaublich langsam. Wie bist du denn so langsam? Ach, träge. Okay. Nora macht auch mit. Nora ist aber nicht wirklich gut. Na gut, sie hat auch immerhin schon eine 5 im Bergbau. Schluss, Feierabend. Ende, ja. Na gut. Ja, okay. Sie macht noch weiter, sie macht noch keinen Feierabend, das ist gut. Ja, die Forschung ist gleich fertig. Jawohl. Gasdrucklader ist dann gleich fertig. Dann machen wir die Grundlagen Mikroelektronik. Und dann... Machen wir doch die Solarzellen. Ich bin nur noch unsicher. Ich will halt auch die Scharfschützengewehre endlich haben. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen quasi. Wobei natürlich jetzt hier Stahl, die Helme und die Schutzwesten werden natürlich auch ordentlich helfen. Schon mal. Müssen wir halt mehr Stahl und mehr Bauteile rankriegen. Deswegen ist die Mikroelektronik jetzt nochmal wichtig, dass wir handeln können. Ja, hier, wenn Gorilla weiter seine Staubmäntel bastelt. Ein schlechter. Und aus Bonded Lever auch noch. Oh Gottes Willen. 138 ist der Wert. Der normale aus Stoff. Ja, das ist fast das doppelte Wert. Und der Teufelskernstaubmantel, ja. Ist siebenfache Wert oder so. So, hast du fertig gemacht hier? Jawohl. Gut, super. Dann machen wir mal das Lager hier anwählen. Riechen, ja, okay. Zonen, Gebiet, Lagerzone. Diese hier erweitern, bitte. Sehr gut. Das hier muss ich dann auch nochmal als Lagerzone ausweisen, sobald es abgerissen ist. Aber dann können die jetzt erstmal hier das Zeug da reinräumen, bevor es verrottet. Das wäre ja schon mal ganz wichtig. Aber wie wir sehen, ja, Forschung, Gasdruck ist fertig. Sehr gut. Dann mache ich jetzt Grundlagen Mikroelektronik. Dann können wir Hightech-Forschungslabor bauen, also Labortisch und die Funkanlage, damit wir mit orbitalen Händlern handeln können. Das wird gut. 45 Bauteile haben wir. Wir sind hier schon drin. 20 Bauteile brauche ich jetzt nur für die Helme und die Schutzwesten. Das ist echt teuer. Und ne, natürlich noch jede Menge Stahl, aber Stahl ist nicht so teuer. Es gibt ja dann hier hinten bei der Forschung, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich glaube ne, hier Tiefenbohrer und Tiefenscanner. Damit findet man dann so unterirdische Vorkommen von Stahl und allen möglichen anderen Erzen. Und die, da ist richtig gut Zeug drinne. Aber wir haben ja jetzt auch gerade gesehen, ne, das ist noch eine Weile weg. Da brauchst du erstmal den Multi-Analysator und dann 4500 erstmal für die Tiefenbohrung und dann nochmal was das hier ist, frage ich mich. Langstrecken-Materialien-Scanner, den kenne ich nämlich noch gar nicht.
Schaltet den Langstreckenmaterialien-Scanner frei, welcher automatisch nach wertvollen Materialien wie zum Beispiel Gold oder Jade in nahegelegenen Gebieten sucht. Allerdings nicht in den Gebieten. In dem der Scanner aufgestellt wurde. Aha. Weiß ich jetzt nicht genau, was das halt zu bedeuten hat. Wenn der jetzt hier die Karte, also wenn ich ihn hier aufstelle, dann sagt er mir. Ja, ich mach mal die Weltkarte kurz auf. Welt. Generiere Planet, ja. Generiere mal schneller. Ich stelle ihn jetzt hier an unserer Basis auf, beispielsweise. Und dass er mir dann sagt, ja, hier ist ein großes Goldvorkommen oder so. Oder ob das tatsächlich hier ist. Sagen wir mal, wir stellen den hier auf. Und dann hat er einen gewissen Radius, in dem er nichts findet. Und dann sagt er mir beispielsweise, ja, hier drinne ist Gold. Das weiß ich noch nicht. Aber das könnte man ja mal ausprobieren. Wird mir hier gerade ein wunderschöner Kakao gereicht. Kakao? Kakao, okay. Das Kaugummi ist Kakao. Kakao. Hier kann ich mal schön klimpern. Ich weiß gar nicht, ob man das dann hört. Ja, nach dem Editing ist das ja alles dann. So, wunderbar. Das klebt mir gleich die Gusche zu, dann kann ich richtig schön schnalzen und schmatzen. Was ist jetzt hier eigentlich los? Trockenes Gewitter. Ich habe mich gerade gewundert. Das sieht hier so komisch aus. Trockene Gewitter können gefährlich sein, da Blitze Feuer entfachen, es aber keinen Regen gibt, der sie gleich wieder löschen könnte. Ja. Das ist hier aber in dem Gebiet nicht so schlimm. Na, hier ist ja kaum Vegetation. Na, wir ziehen ja irgendwann nochmal um. Ich hatte schon eine Idee, was wir vielleicht, wenn wir mit der Kolonie hier fertig sind, was wir dann spielen könnten. Dass wir vielleicht irgendwie sowas wie eine ganze Kolonie voller Psychopathen machen, die sich dann nicht daran stören, wenn man Organhandel betreibt oder Sklavenhandel und dass man dann quasi so eine Sklavenkolonie aufbaut. Das fände ich interessant. Mal gucken. Aber ich weiß ja noch nicht, wie lange das hier noch geht. Also werden wir ja sehen. Aber ich hätte dann schon noch Lust, noch eine Kolonie zu spielen, denke ich. Rimworld ist einfach super. So, ich sollte mal schneller machen, wenn nachts ist und nichts passiert, ne? Chamber. Wie weit bist du denn jetzt mit Handwerk? 19, ne? Wow. Ja, Chamber, Gorilla, Jenny, Hyro und Hera werden auf jeden Fall Helme kriegen und Schutzwesten. Die anderen, mal gucken. Jetzt nicht unbedingt notwendig. Was war jetzt eigentlich passiert? Habe ich Wahl hier eigentlich schon eingestellt? Ja, freundliches Gespräch, wird gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was immer alles gemacht haben, weil es mich ja ein Stück zurückgesetzt hat. Stahl, moderner Helm, unfertig. Ja, aber gleich ist er fertig. Dann sehen wir, was er wert ist. Also nicht, was er wert ist, sondern was er kann an Schutz. Eventuell breche ich dann auch ab. Wenn die nie genug Schutz bieten, dann kann ich sie mir halt auch schenken, ne? Müssen wir gleich mal sehen. Na los. Bastel, bastel, bastel. 6, 5, 4, 3. Hier, Countdown. 2, 1. Und. Exzellent. Ach, dann ist der auch noch kacke. Naja. Das Schlechteste, was er herstellen konnte. Traumhaft. Okay, schmeiß hin. Feuer. Das macht nix. Zeige her. 60%. Ja, 60% ist nicht unbedingt das, wo ich sagen würde. Ja, das machen wir. Was ist denn der Multiplikator für meisterlich? Also, wir haben ja jetzt gesehen, 150 ist der Multiplikator für
Eher meisterlich. Dann 170%. Okay, und legendär ist. Ah, nee, Qualitätsmultiplikator ist 150%. Was? Achso, das war exzellent. Oh. Üb. Qualitätsmultiplikator. Oh, 210. Also. 85% ist der Schutz für. Sag schon. Für legendär ist 85% und 70% für meisterlich. Ah, ist das genug? Ja, okay. Mach's mal. Ich weiß jetzt nie, wie viel Schaden ein Scharfschützengewehr macht. Ob das schon reicht, um da einen Kopfschuss zu überleben. Aber 60% scheint mir ein bisschen wenig. Und die können, glaube ich, kein nichts anderes mit der, ja, Pyro zieht sich klar an. Sehr gut. Aber wenn sie einen besseren baut, kriegst du einen besseren. Sag ich dir. So, hier das Lager. Architektzone, Lagerzone. So. Sag mal, Platz. Reicht hier die Temperatur? Ja. Die Kühlung scheint zu reichen. Für die Lagergröße. Wir müssen gleich nochmal ein Tierchen jagen, wie es aussieht. Aber nicht unbedingt eine Ratte. Die bringt ja nicht so viel. Oben brennt es so ein bisschen. Ja. Braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Hier Heimatgebiet verkleinern. Das ist egal. Das lasst doch mal brennen da. Benny und Pyro am Forschen. Pyro am Forschen. Warte mal. Hast du nichts mehr zu tun, sag mal. 150 Granit. Wir wollten doch hier das Ding noch ausbauen. Dann machen wir das nämlich jetzt. Wo er hier Langeweile hat. So. Ich glaube, das war die soweit. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, und dann reißen wir noch ab, was da weg kann. Das ist der ganze Kappes hier. Oh, das kann weg. Und dann machen wir hier, wie gesagt, so ein bisschen kürzer. Einfach bloß so, damit sich hier keiner verstecken kann. Halt wie hier oben genauso. Ja, da fängt er gleich an, wunderbar. Nora kann ihm ja so ein bisschen beim Tragen helfen. Also, wenn sie nee abbauen würde. Antilope macht es auch sehr gut. Antilope ist so langsam. Das ist die Frage, wann, wie ich hier jetzt weiter forsche. Einfache Prothesen und bionische Gliedmaßen bräuchte ich halt auch. Energiegeladene Komponenten, Ersatzorgane. Ästhetische Haut. Was es nee alles gibt. Rippenimplantate. Verbesserte bionische Gliedmaßen, Gehirnchirurgie. Ja. Aber da sind wir leider noch lange nicht. Wenn wir jetzt hier gleich die, also gleich bald die Grundlagen Mikroelektronik haben, bauen wir auf jeden Fall die Forschungstische um. Werde ich wahrscheinlich das Ganze hier umbauen müssen. Weil die größer sind, eine ganze Ecke. Und dann brauche ich noch Platz zwischen denen für den Multi-Analysator. Der erhöht nochmal die Forschungsgeschwindigkeit und ermöglicht halt die, auch die Forschung von anderen, von schwierigeren Zeug. Was wir dann irgendwann brauchen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Forschung steht. Wo ist denn der Multi-Analysator? Da hinten. So, Zeug, was danach kommt, zum Beispiel die Energierüstung, ja. Benötigt Forschung Multi-Analysator und braucht auch das Ding als Laborausrüstung. Ich glaube, dass einer für zwei Labore reicht. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Weiß es nicht. Ja. Aber ich hoffe mal, dass das passt, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Weil ich habe ganz selten, also ich glaube, ich habe noch nie mit mehr als einem Forschungstisch gearbeitet.
Wenn du nämlich mit normaler Forschungsgeschwindigkeit spielst, dann geht das alles relativ schnell, die ganze Forschung. Dann brauchst du nicht mehrere. Aber hier haben wir ja ein Szenario erstellt, wo man, wo die Forschung langsamer geht. Ich weiß gar nicht, was hat man denn da eingestellt? Muss ich mal gucken. Szenario, ja, Forschungsgeschwindigkeit ist plus 150%. Also wir forschen 150% schneller als eigentlich. Aber wir sind im... wo steht denn das? Komm. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Ach hier. Projekt, Technologiestufe und deine Technologiestufe. Wir sind halt Technologiestufe Steinzeit. Und das ist Technologiestufe Industrie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Unterschied das macht. Ich weiß, dass es, wenn es eine höhere Technologiestufe ist, dann verdoppelt sich das in jedem Falle. Aber ich weiß es nicht, ob es sich dann auch verdreifacht, vervierfacht, je weiter es weg ist. Aber ich könnte es mir vorstellen, wenn man jetzt hier mal guckt, die Forschung, die höheren Forschungen hier, 5000. Na gut, nee, ich glaube, das ist bloß verdoppelt. Also ich schätze mal, dass hier das alles nur verdoppelt. Bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal, das ist alles verdoppelt. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein Szenario mit 75% Forschungsgeschwindigkeit. Und deswegen habe ich halt hier zwei Labortische. Na gut. Aber wie wir sehen hier, unser unsere Rettungskapsel kommt nicht. Keine Lust mehr. Hier oben war er ja irgendwo gelandet. Dann bleibt Wal alleine, unser Gefangener. Hallo Wal. Linker Lungenflügel entfernt. Ja, wie geht's dir denn? Direkt ausgefranste Kleidung in Dunkelheit, ungemütlich, ohne Tisch, auf dem Boden geschlafen, abscheuliche Gefängniszelle, abscheuliche Umgebung, zurückgewiesen von Hera. Oh Gott, nee. Und in Gefangenschaft. Du bist ja ein Traum bisher. Aber dir geht's trotzdem gut? Also zumindest so, dass du nie auseinanderbrichst. Mein Rivale starb. Schön. Da hat ausnahmsweise mal den richtigen erwischt. Da hat es ausnahmsweise mal den richtigen erwischt. Jetzt geht's aufwärts. Schön. Sieht aber nicht mehr da, wenn das war, ne? Wal ist zusammengebrochen. Cool, cool. Vielleicht müsste ich mal, wenn der nächste Kampf kommt, mal so einen Kampflog so ein bisschen angucken. Ist halt doof, dass die so denglisch sind. Sind die denglisch? Kampf. Ja, ist denglisch. Das macht es so schwer zu lesen. Wal threw himself on the ground. Gorilla's LMG-Kugel digging divot out of the ground. Aha. Eden self. Ja. Es ist halt ein Traum. Die sind dann nicht so richtig übersetzt. Ich weiß gar nicht, ob das schon offizielle Übersetzungen sind. Oder zumindest so halboffizielle, oder ob das noch komplett. Habe ich das richtig gemacht? Das sieht mir nicht so richtig aus. 25. Aha, 30. Ja, ich wollte gerade sagen, das hier sieht auch viel weiter aus. Das sieht nicht nur viel weiter aus, das ist viel weiter. Ja, doof, warte mal. Ich mache bloß 25. Weil ich das Gefühl habe, es ist hier, okay. Das ist hier, muss die Wand hin. Der muss weg. Das hier muss weg. Weil ich nämlich das Gefühl habe, dass die dann nicht mehr hier durchlaufen wollen, wenn das zu weit ist, weil das sei dann ein Umweg wird. Und das, die berechnen sich ja irgendwie den Weg, den sie gehen wollen. Und wenn der Umweg zu groß ist, dann wird der Weg auch zu teuer, quasi. Und dann nehmen sie den nicht. So, deswegen das hier weg. Das hier, genau, okay. So, was macht er jetzt? Er holt Zeug, ja, für den Querbalken da. Ist in Ordnung.
Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich habe gerade gedacht, das sieht aber weit aus. Hier viel weiter als da und das war's auch. Naja, gut. Gut, dass wir es noch gesehen haben. Nee, dass dann ein Angriff kommt und die machen dann sonst wo lang. Ich habe sowieso schon Angst vor Angriffen, die dann Tunnel graben wollen. Das wird bestimmt ein Traum. Wie sieht denn unsere Geschichte aus? Ja, wir sind ziemlich wertvoll. Aber das letzte Überfallkommando ist auch eine Weile her. Wird bestimmt bald wieder Besuch kommen. So. Ah, der nächste Helm ist gleich fertig. Ja, genau, ist der zweite Helm dann. Mal gucken, was der gibt. Bitte was Besseres. Jamar, du kannst doch eigentlich besser. Wie viel brauchst du nur noch bis 20? Ah, eine Weile. Okay. Verbleibende Arbeit. 2, 1 und... Da ist er fertig. Legendär. Ja, sehr gut. Der sollte 85% nach meiner Rechnung haben. Schutz könnte dann Hera eigentlich aufsetzen. Nein, 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 nein. Obwohl, Chamber... Ja, okay, du bist so. Stimmt. Ist in Ordnung. Na gut. Siehst du den halt auf 84, okay? Wurde das abgerundet oder was? Das ist 40% Grundwert, ja, ja. 84 ist schon richtig. Na gut. Dann sind es aber ohne 70% bei 170% dann. Sondern 68. Ja, das könnte reichen. Das Gehirn hat, glaube ich, 10 Lebenspunkte. Und mit einem Schutzwert von 60% kannst du dann, glaube ich, 21 Schaden könntest du überleben. Theoretisch. Ah, jetzt kratzt schon wieder alles. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt auch schon eine Weile aufgenommen. Da lassen wir es jetzt auch erstmal gut sein. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Das ist quasi die einfachste Möglichkeit, mit der ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann ist natürlich ein Abo perfekt, weil dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn hier die nächste Folge live geht. Das ist im Moment noch jeden zweiten Tag. Und falls ihr Anmerkungen oder Kommentare habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!